So, und da sind wir wieder. Tag. Moin. Jetzt dürfte man bei allen möglichen den MacMan auch wieder hören. Ach nö, lass mal sein. Ich mag es im Hintergrund zu hören. Wann habt ihr euch entschieden? Genug. So, wir sehen jetzt ein Video, das ich doch gerne sehen würde, oder? Oh fuck. Hab ich's übersprungen oder? Achso, muss ich das jetzt so. Zu spät. Und sehen wir's? Ja, wir sehen's. Genießen. Selbst inmitten des Himmels können Engel Angst spüren. Adria hat uns gänzlich verraten. Und Leas Seele ist verloren. Durch sie wurde Diablo als das oberste Übel neugeboren. Die geballte Macht der Hölle steht unter seinem Befehl. Die hohen Himmel erzittern und die Engel stehen Diablos Ansturm hilflos gegenüber. Nur ich bleibe, um alles zu richten. Und die Welt für immer von Diablos Bösem zu befreien. Diablo hatte vier Arme. Das wusste ich vorher gar nicht. Cool. Marc, du bist gerade irgendwie seitlich wie eine Krabbe gelaufen. Seht ihr die Zerstörung?
gedacht habe. Es wird das Letzte sein, was du sehen wirst. Iskatu, vernichte den Nephalem. Ist das Darius Fratzan oder was sind diese Hörner da? Ja, ist dann Darius. Ich fürchte euch nicht, Nephalem. Ihr werdet nichts als den Tod in diesem ewigen Reich finden. Zu einfach. Ich könnte auch gerne was tun, das sind Schatten. Aber wollte ich direkt schon überlegen. Die Armeen der Hölle werden euren Leichnam zermalmen. Die Schatten werden eure Seele verschlingen. Er hat so ganz leichte Orientierungsprobleme. Das heißt, meine XP sind dann endlos. Ich werde noch mächtiger. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Cool. Set-Gegenstand. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Feder des Feuervogels. Alter. Das war das Set, was ich in Season 9 anhatte. Dass wenn es irgendwas verbrennt, dass es denn total viel Schaden macht. Was also, da mit drei Sachen anfackeln. Ja, genau. Naja, er hat so ein bisschen den Schaden. Hat auch wieder Zähigkeit weniger. Ja, das ist aber, wie du weißt, ja typisch Set. Ja. Es sieht schlechter aus, ist aber wesentlich besser als das, was es ist. Ich werde es nehmen, weil es bringt ein bisschen mehr Schaden und ich habe sowieso 11 Millionen Zähigkeit, also von daher. Ich habe so das Gefühl, meine Zähigkeit steigt sich auf natürliche Weise an. Einfach so. Je mehr ich spiele, desto mehr Zähigkeit habe ich. Das heißt, ich bin irgendwann bei 50 Millionen Zähigkeit. Wenn das so weitergeht. Solltest du sein, ja. Ich habe ein paar Spieler gesehen, die hatten irgendwie, ich glaube, knapp 100 Millionen Zähigkeit oder 116 oder so habe ich auch schon mal gesehen. So, ich glaube, auch sowas brauchst du auch, wenn du dann hinterher Qual 13 spielen wirst. Ja, so weit werden wir nicht kommen. Wir werden maximal bei Qual 8 landen und dann wie beim Teil. Ah, ich glaube 10 schauen wir auch noch. Aber 13 nicht mehr. Ja, 13 auch nicht, aber schwer zu sagen. Müssen wir mal gucken. Letzten Endes entscheidet ja unsere Mutter. Hä? What the fuck? Also, dann entscheide ich hier gar nichts. Das heißt ja immer deine Mutter, also von daher. Weißt deine du, letztes haben wir noch damit geworben, dass dieses Let's Play nur mit Niveau läuft. Was? Wer hat das denn gesagt? Das halte ich jetzt für eine Lüge. War das nicht so? Nee. Was war noch die Währung? Das war aber eben das. Seriosität. Ach ja, genau. Ich bin eingesperrt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich war direkt im Blocker und zwischen der Wand und dem Blocker. Stimmt, wir haben mit Seriosität gewählt und zahlen auch damit. Oh, Goblin. Nee, Fesseltrotz. Oh, du hast ihn nicht angegriffen, ne? Doch, er läuft sogar in eure Richtung. Ich war gerade noch am Bashen, Mann. Da kannst du doch ja, ich hab einen verfolgt und dann ist der halt direkt dazu mit Doppeling gerannt. Also. Der überlebt das nicht. Der Goblin kann ihn beschützen. Boah, legendäre Armschienen. Na, wie war das noch? Jetzt hör auf mit diesem Kack. Ach, sei ruhig. Du hast immer noch mehr als ich. Ey, wer hat mich unterbrochen? Ich hab zwei Stück gefunden. Ey, wer hat mich unterbrochen? Was? Irgendwer unterbricht mich immer. Ja, so gut.
Toll. Asnagars Blutarmschienen. Erhöht Stärke eurer Schilde. Super, ich habe zwar ein Schild, aber ist ja wirklich ein toller Effekt. Ich hatte zwei legendäre Sachen bisher. Einen davon hast sogar du gekriegt. Und du hast jetzt auch schon zwei, ne? Also sind wir da gleich auf. Ich hoffe, ihr habt mit einem abgeschlossen. Ich glaube, da kam gerade ein Gegner an. Das sah zumindest fast so aus. Also mit meinen Annehmen habe ich... Wie, du bist ein Gegner? Nein, aber das, was da gerade noch ankam, war ich. Achso. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Der hätte ich jetzt eigentlich die Zeit abzählen müssen, dann hätte man vielleicht verrecken können. Irgendwie sieht er ein bisschen hässlich aus, kann das sein? Seine Rippen zittern. Seine Rippen haben epileptische Anfälle. Oh, das ist sein Bund. Ja, wie der irgendwas greifen will, ist mir auch unbegreiflich. Der hatte noch nicht mal Hände, der hatte nur die beiden Schwerter da. Also. Ich glaube nicht, dass er was essen muss oder so. Überhaupt irgendwas greifen. Alles, was er macht, ist Schnetzeln. Mhm. Sein Leben ist dabei ein Schnetzeln. Ja. Orakanos. Orakanos. Deine Rippen, die zittern. Mit deinen weißen Schwertern haut uns klein. Was passiert, wenn wir den jetzt gleich in einen Mixer stecken und den dann zusammen malen? Kann man Mehl draus machen? Dämonenmehl? Das war trocknen. Ja, lass mal Dämonenmehl machen. Cool, Level up direkt. Ha! Aus dem Licht. Oder wie ich letztens erst gelernt habe, wir könnten auch Grieß aus ihm machen. Indem wir ihn halt nicht ganz so doll malen. Diablo wollte gerade was sagen. Huch, okay, Video. Diablo wollte Verzweiflung in die Himmel bringen. Aber ich habe seinen Champion vernichtet und Hoffnung wiederhergestellt. Doch Tyrael bleibt verloren. Dennoch muss ich weiterkämpfen und Diablos höllische Portale auslöschen. Tyrael sah aus wie der Mönch. Irritierende Muse. Es sieht schon mal schlechter aus und ist auch schlechter. Ja, wo seid ihr denn hin? Weg. Wir haben gesagt, das ist die Engel, die sind eigentlich ja stark genug, die können sich auch selbst verteidigen, wir sind abgehauen. Ja. Ihr geht durch das Portal und ihr seid weg. Dann müssen wir mal alles machen. Ey, wie seid ihr denn schon so schnell hierher gekommen? Das war das erste, was wir gesehen haben, wo das Tor drin ist. Echt jetzt? Ja. Ach du Scheiße. Deswegen seid ihr so schnell. Nein, also wir haben natürlich die ganzen Gärten der Hoffnung alle hundertprozentig durchgeguckt. Infectus der Rambock. Was will er denn da machen? Will er da hier die Killer-T-Killer-Zellen des menschlichen Körpers wegrammen mit seinem Rambock? Und dann die Zellen zu infizieren mit Krankheiten? Stimmt. Gerade heißt er wirklich Sprungmeister? Ne, Sprungschrecken. Was hast du gesagt? Diablo, du musst ein bisschen lauter reden und deutlicher. Ich bin ein bisschen schwerhörig dank meiner Mittelohrentzündung. Hast du die auch mal weg? Nee, die ist jetzt anscheinend mittlerweile weg, aber ich habe einen Hörschaden erlitten. Krass. Ein bisschen. Oh, dieses Arkane ist trotzdem noch böse. Meins? Nee, die Arkan-Kringe hier. Ich dachte, weil ich von eigentlich von gar nichts mehr Schaden kriege, aber auch keinen Schaden mache, dass ich dann zumindest da überall drin stehen bleiben kann. Aber ein Schwert namens die Hake. Mein Schaden steigert tatsächlich einfach so, sehe ich gerade. Nein! Zurück. Nein, da war Gold. Oh Mann, ich wollte das Gold einsammeln. Ich mache echt Schaden. Das ist nicht verkehrt.
Eine Million Erholung. Yeah. Ich hab sie wieder geknackt. Elite-Schaden. Gerade 25 Millionen Elite-Schaden gemacht. Hm? Aber das kommt hammer selten. Elite-Schaden. Ich elite jetzt. Auf eliteschaden.de. Ja, genau. Bekommen Sie, melden Sie sich auch heute bei Elite-Schaden an und bekommen Sie ein Gratis-Paket von 20 Seriositätsmarken dazu. Ich dachte, Gratis-Schaden. Oh, hier schon wieder ein Goblin. Gratis-Schaden dazu, ja. Da rennt er. Hast du den schon wieder? Ah, du hast ihn mal wieder angedeppert. Ja, ich habe ihn erst gesehen, als er schon. Ganz ehrlich, das hätte auch mir passieren können, weil den habe ich nämlich auch nicht gesehen und ich habe ja diesen ultralangen Megastrahl. Dann strahl mal los. Ja, ich habe ja den längsten von allen hier. Aber nicht hier strahlen kreuzen, ne? Das, Wir haben hier auch gerade den Schlüsselhüter. Ja, das ist gut. Der muss erstmal leider warten. Ich bin hier gerade mit dem Goblin beschäftigt. So, ich habe den Goblin vernichtet. Nee, ich kann mich nicht bewegen, warte. Könnt ihr mal aus dem Weg gehen? Ich muss mal mein Zeug ansammeln, was da liegt. So. Oh nee, Karat. Oh nee, Karat. Wie grün sind deine Schlüssel? Gar nicht, das sind nur noch Maschinen. Keine mehr. Ja. Du stirbst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Zweihandschwert. Hey, legendär. Mann. Was ist das denn? Ein Zweihandschwert für einen Magier? Das ist ja wieder toll, ne? 104%. Der Großvater, der könnte was für dich sein. Hier, ist das was für euch? Nee, seltsamerweise nicht. Der ist schön 1064 so. Intelligenz. Ja gut, wenn man die Intelligenz da wegkloppt, dann wahrscheinlich, dann vielleicht. Aber ja, dann revanchieren wir. Der Großvater ist jetzt auf deiner Seite. Mal gucken, was Myriam daraus machen kann. Vielleicht kann sie den Großvater ja zu was ganz Besonderem machen. Ja, hoffe ich. Wo seid ihr denn? Ich bin den Großvater gerade mal aufmachen. Okay, dann gehe ich auch ich zur Stadt. Ich bin auch am Ummodeln hier. Anstatt Intelligenz, Vitalität. Was will ich mit dem Schrott?